Wo sind wir heute, Pascal? Im Dankgrund, in Apolda. Was machen wir heute hier? Heimspiel. Was machen wir heute? Fußball. Mobil fahren. Ach so, ich hab zu Fußballschuhe mit. Naja. Cut! Was hast du vor dem Moped? Ich? Hm? Ja, SE50. Ist dein Moped schon da? Nee. Meins auch nicht. Wir werden, denke ich mal, ohne Moped fahren. Wir werden heute joggen gehen. Genau. Ganz viel und lange. Runter, umarmen. Und dann geht's los. Der Airpods ins Ohr. Und dann schöne Take is back. Zündung. Aber volles Ohr. Ist Lara. Lara B. Und wie man sieht, es sind keine Hobbits da. Pascal, warum? Weil unser Teamchef bis 2:30 die Nacht geschraubt hat. Wegen dir. Ne. Wollen wir uns jetzt mal die Strecke angucken? Ja. Nur mal gucken, ob sie heute auf Gras fahren oder Sand oder dann immer. Top. Ruhige Hand. Ja. Ruhige Hand. Auf ihr Recht wie sie. Pascal, sein erstes Moped-Rennen. Ist die Strecke was, Pascal? Warte. Kann man machen. Kann man machen. Da geht's vor, da fährst du hier unten lang und fährst in Pascal rein. Auch in den Nasenlöcher. Aber ohne zu bremsen. Na. Der beste Arbeiter. Wo kommst du her? Degersberge. Kommst du aus Budstedt? Ja, Fertemarsch. Fertemarsch links. Na, nee, rechts. Großes Dankeschön. Hier in dem Fall auch nochmal an unseren lieben, guten Frankie, da ist er, der Teamchef, der um 1.19 Uhr diese Nacht nach der Arbeit noch Mopeds fertig gemacht hat. So, jetzt ist alles fertig für nachher. Danke, Frankie, wir lieben dich. Warte mal, Kussmund. Danke, Tom. Mopeds sind da. Passt so. I will say good morning. Der Boxengasse, Schnippi 1 hat noch ein bisschen Probleme mit dem Boden und Schnippi 2 hat sich vorhin erstmal schön überschlagen. Das war gut. Und das haben wir alles auf Video. Genau. Wir melden uns später. Legende ist am Start. Was hast du denn eigentlich vor geilen Pullover an? Erzähl mal. Wie ist denn die Gruppierung? Wir sind ja heute auf MSC Tankgrund, hier stehen schon die ersten 500 Euro. Das Moped kostet jetzt übrigens 6.000 Euro. Und das Moped kostet 10.000 Euro. Ist das so deine Preisvorstellung heute? Ja, das ist gut. Okay. Kaufst du es? Kaufe ich, beide. Mit dem sofort? Sofort. Na, da wird man sogar nochmal 500 runtergehen. Ja, Paketpreis. Paketpreis 15,5. Ja, sehr
Aber du musst McDonald's mitbringen. Das war sowieso für 500 Euro. Für 500 Euro. Wie war das freie Training? Das erste war scheiße, das zweite war top. Und, denkst du jetzt? Ich denke jetzt, Platz 5, 4 ist drin. Das erste Mal. Was sagt der zweite Chefmechaniker? Der zweite Chefmechaniker sagt... Alles gut. Wir waren jetzt zu Lauf 1. Und vor 2 Minuten ist der Fußballsäbel abgebrochen. Das ist schlecht. Das heißt, wir machen heute alles mit 2 Fingern. Weil die abgebrochen ist. Den Lauf in der 85er gewonnen. Ja, jetzt oben gefahren. Da ist ein Sportfreund von uns gestürzt. Auf diesem Wege wünsche ich ihm erstmal alles Gute und gute Besserung. Ja, der Schock sitzt ziemlich tief. Rennen wurde dann abgebrochen, aber gewertet. Aber mal gucken. Jetzt heißt es sportfrei und zweiter Lauf. Special Guest, meine Nachbarn. Erklär, wenn sie kurz, wie dein Tag war.
War fürs erste Mal nicht schlecht. Moped ist leider im zweiten Lauf ausgefallen, aber fürs erste Mal bin ich zufrieden. Danke nochmal an unseren Teamchef, Herrn Frank Hoffmann. Danke auch an euch zwei, die ihr eingepackt haben. Kein Ding. Hier sehen wir wieder weltberühmte Ostsee-Moped mit Wassertank. Das ist für die Vorderradkühlung. Ab zwei Runden aufwärts im Tannengrund. Da brauchen wir Vorderradkühlung auf Wasser. Willi, gib alles, du musst doch mal latschen. Ne? Und kicken. Kick, 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 kick. Es ist nicht. Ich mach's Licht an. Super. So, Sicherung ist jetzt auch mal nach einer Stunde vorbei. Insgesamt kann man sagen, war es nicht schlecht. MX 85, beide Läufe gewonnen. Ohne Hinterradbremse. Open Klasse, weiß ich leider nicht als Ergebnis. Mir wurde gesagt, Top 10. Bin ich auch sehr zufrieden. Danke, Olli. Pascal leider ausgefallen, aber für sein erstes Simson-Cross-Rennen mit einem 130er war es, denke ich mal, jetzt die Kamera auch hundertprozentig schief, ey. Nee. War es eigentlich geil. Top. Ganz gute Veranstaltung. Ansonsten, wie immer, geiles Event. Du willst nicht bei McDonald's? Ich möchte nicht bei McDonald's. Servus, ich nehme mal ein Big Tasty Bacon im Mac-Menü, Pommes, Cola, Mayo. Ja. Und zwei Chicken Burger. Ja? Na, das war's. 1177, erstes Fenster. Na klar. Die ist doch fast der Strom an den Dingen. Hallo, naja, alles in allem, es war eine aufregende Woche. Die Vorbereitung alleine schon war sehr aufregend. Herzkasten, der Luftfilter, die Kabelbrücke, das Moped lief gar nicht. Geile Sache. Müssen wir noch irgendjemanden grüßen. Danke an die ganzen Juren, die die ganze Zeit bei uns sinnlos rumsaß und denen ihr Müll. Lille Krautsuppe, Alter. Den ich ihr Müll die ganze Zeit dann noch aufsammeln durfte. Und nach Muckel fürs Energy. Muckel fürs Energy, was ich zur Hälfte nur leer getrunken habe. Ich schuld dir 3,50, weil du hast ja an der Reihe gekauft. Ja, ist nichts mehr. Danke nochmal an unseren Teamchef. Danke nochmal an Teamchef. An alle, die uns unterstützt haben. Sei es Racing Planet mit Parts. Zweitakt-Wilke, OGs bei mir in dem Fall und Goldberg Graphics. Servietto! Guten Abend, 1177 bitte. Na? Naja, dann ciao.